Seven vs. Wild ist Schmutz? Ist das überhaupt eine richtige Survival-Serie? Nur Opium fürs Volk? Absolut idiotisch, dieses Konzept. Sind sowieso nur lauter Luschen mit dabei. Warum sind da keine Survival-Profis in dieser Serie? Idiotischste Idee, die der Fritz Meinecke jemals hatte. Ja, das waren einige Aussagen, die in der Survival- und Bushcraft-Szene im Umlauf sind. Und ich habe mich zurückgehalten. Ich habe nur die netten Sachen gesagt. Ob das wirklich so ist und ob ich dir als über 10 Jahre tätiger Survival-Trainer das bestätigen kann oder ob Seven vs. Wild nicht gerade deswegen, wegen all diesen Kritikpunkten aus der Survival-Szene, die perfekte Survival-Show ist. Wenn dir das interessiert, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Seven vs. Wild ist Schmutz. Seven vs. Wild ist Schmutz. Ist das überhaupt eine richtige Survival-Serie, wenn man nur irgendwelche, ich sag jetzt mal, Eierbären, wie man das da eigentlich bei mir im Bushcraft-Areal auf waldurlaub.at sagt, ja, Eierbären einlädt, die überhaupt nichts kennen. Ja? Also außer jetzt der Fritz und der Martin natürlich, das ist ganz klar. Es war ja am Anfang bei Staffel 3 auch die Idee, die Survival-Lilly und die Vanessa Blank mit einzuladen. Die hätten auch was drauf gehabt. Auch die Naturensöhne haben natürlich einen Bezug zur Natur. Und sind Bushcrafter und kennen sich aus und alles cool. Aber der Rest ist halt Leute, die sich da nicht auskennen. Es wird ja gesagt, was soll man von diesen Waschlappen erwarten? Ist doch keine Survival-Serie, wenn man Leute eine Flasche mit irgendwelchen Zeug backen lässt und sowieso und überhaupt und dann da draußen aussetzt. Das kann doch nicht funktionieren, ist doch kein Survival. Und eigentlich ist genau das Survival. Was bedeutet Survival? Was bedeutet Survival? Ich werde davon abgeschnitten, von dem, was ich in meinem Leben normalerweise als Struktur habe, als meine Komfortzone. Nahrung, Licht, Sicherheit. Ich habe einen strukturierten Tagesablauf. Ich weiß ganz genau, was auf mich zukommen wird, zumindest im Groben. Wenn ich in eine Überlebenssituation komme, zum Beispiel hier in der Natur, eine Extremsituation, total anders. Ich werde aus der Bahn geworfen. Und dann ist es halt die Aufgabe des Survivalisten, mit dem, was ich mit dabei habe, ja, und das ist jetzt hier in dem Fall die Flasche, die der Fritz und sein Team vorgegeben haben. Eine 1-Liter-Flasche. Und da muss ich kein Survival-Trainer sein oder trainierter Survival-Spezialist sein. Genau um das geht es ja, dass ein 0815-Mensch in so eine Situation kommt und dann all das, was er in seinem Kopf hat, in seinem Herz hat, ja, und in seiner Kraft hat, da umsetzen kann. Es ist dazu nicht wirklich notwendig, dass sie jede einzelne Pflanze bestimmen können. Es ist nicht dazu notwendig, dass sie jede Art von Shelter schon dreimal gebaut haben und drin geschlafen haben. Natürlich, dann bist du Survival-Profi. Und daher ist meiner Meinung nach Seven vs. Wild, besonders jetzt diese Staffel 3, ja, eine echte Survival-Staffel. Es wird immer verglichen mit der Fernsehserie Alone. Ja, bei Alone ist es tatsächlich so, dass nur Profis, nur Leute, die gut in dieser Materie sind, da rausgeschickt werden. Das Konzept dieser Serie ist einfach anders. Da geht es darum, dass man sieht, was können die bauen, wie geht es ihnen dabei, wie kommen sie mit dieser Isolation zurecht, wie gehen Profis mit diesen Situationen um, damit man so viel wie möglich mitnehmen kann. Und was ist, wenn du dir Alone anschaust? Du stellst dir ja auch vor, was würde ich da jetzt tun? Wie wird es mir da jetzt gehen? Wenn ich alles kann, wenn ich alles weiß, wenn ich alles mit dabei habe und rausgehe, dann kann ich trainieren, dann kann ich üben, das ist cool. Kann es auch noch immer brenzlig und unangenehm werden. Aber das ist halt keine Survival-Situation mehr. Es sind ja Profiteams dabei, also Teams, die sich da draußen auskennen und wissen, was sie tun und andere, die das nicht so gut drauf haben. Und da gibt es jetzt einen extrem fetten Kontrast zwischen den Teams, was die machen werden. Und ich glaube, dass das spannend ist. Nämlich auf der einen Seite wird gebaut und gemacht und wird funktionieren. Und bei anderen wird es nicht funktionieren. Und auch dieses Scheitern zu sehen, ist ja das Spannende auch irgendwie. Ich hasse es gerade. Ich finde es nicht geil. Und das Lustige, und werden diese Teams, diese Isolation, die sie auch haben, und 14 Tage ist etwas anderes als 7 Tage. Warum kann ich das sagen? Wir machen Survival-Extremtrainings, Überleben nur mit dem Messer. Habe ich übrigens die Naturensöhne vor vielen Jahren schon mal eingeladen und auch den Fritz, aber die haben nicht zugesagt. Ich gehe davon aus, die haben da schon ihre eigenen Projekte gemacht. Das ist aber auch okay. So, der Punkt dabei ist, da gehst du raus nur mit dem Messer. Der erste Tag
Man ist nervös, man schaut, wie wird's, und auch für mich als Trainer ist das immer wieder neu und eine gewisse Nervosität da, auch wenn ich das den Teilnehmern nicht zeige. Aber ich weiß nicht, wird's jetzt regnen? Wird der Regen aufhören? Kommt jetzt noch Sturm dazu? Wären wir alle nass? Passiert irgendwas? Fällt irgendwo was runter? Wie wird's den Teilnehmern psychisch gehen? Also das ist auch für mich immer Stress. Aber in der nördlichen Hemisphäre ist es im Endeffekt das Erste, ich muss meinen Wärmehaushalt in Griff haben. Und das mache ich einerseits durch eine Unterkunft und oder Feuer. Was zuerst kommt, ob ich zuerst das Feuer mache und dann zuerst die Unterkunft, das hängt von der Witterung und von den Gegebenheiten ab. Aber diese beiden, die gehören zusammen, um den Wärmehaushalt oben zu halten. Und das ist die erste Priorität. Das ist am ersten Tag zu schaffen. Nämlich einen guten Platz zu finden, wo man übernachten kann, den man als Lager einplanen kann. Und da muss man sich auch Zeit lassen. Da gibt es sehr viele Punkte, die zu beachten sind. Wenn dir das interessiert, wenn dir das wirklich interessiert, dann kannst entweder hier den Kanal abonnieren und mir einen Kommentar schreiben, weil dann werde ich das herzeigen, was ich dazu weiß. Lade übrigens alle Seven vs. Wild Teilnehmer ein Survival Training bei uns zu machen. Entweder kommt ihr her zu uns ins Bushcraft Areal nach Österreich auf waldurlaub.at oder ich komme zu euch oder wir kommen zu euch und trainieren euch. Aber zurück zum Thema. Das heißt, du brauchst einen Platz, du musst einen sehr, sehr guten Platz finden. Das ist aber gar nicht mal so einfach, denn da gibt es eine Regel, wir nennen die 6 oder sogar 7W-Regel. Komme dazu in einem eigenen Video, schau dir das auch gerne an. Wasser natürlich auch, da kümmert man uns dann auch im Zuge dessen schon am ersten Tag darum, dass wir auch sicheres Wasser zur Verfügung haben können, weil sauberes Wasser ist nicht sicheres Wasser, aber Wasser ist erst am zweiten Tag so richtig wichtig. Und am dritten Tag, da beginnt es dann, noch einmal die Unterkunft besser zu machen, weil am ersten Tag ist das immer Kack. Die erste Nacht ist die schlimmste. Die zweite wird besser und umso länger die Nächte draußen, umso besser ist deine Unterkunft beisammen, weil du sie immer wieder nachbesserst und dann noch weiteres Material reinbringst. Am dritten Tag beginnt es dann, dass man sich um das Thema Nahrung kümmert. Und das ist eigentlich das Schwierigste da draußen. Jeder Körper ist da unterschiedlich. Manche haben am Anfang noch 2-3 Tage Vollgas und sacken dann ein. Andere sind schon nach einem Tag K.O. Aber trotz alledem kann man im Schnitt sagen, dass so ab dem 4., 5., 6. Tag sich die Leute einpendeln und es dann, was nahrungsmäßig geht, weil sich der Körper ganz einfach umstellt, dann eigentlich relativ gut dahin geht. Aber, und dann kommt der nächste Knick, der kommt dann so ab dem 10. Tag. Und da wird es dann wirklich heikel. Natürlich wird viel auch davon abhängen, wo die Leute ausgesetzt werden, also an welchem Spot. Und ich glaube, dass gerade die nicht zu viel Erfahrung haben, an Spots ausgesetzt werden sollten, die ihnen von vornherein die Möglichkeit geben, alles zu bauen und alles zu haben, ohne jetzt auch noch 5 oder 10 Kilometer marschieren zu müssen. So wie wir das ja bei unseren Survival Trainings auch machen. Ich gehe ja mit den Leuten auch nicht in den Hang, wo gar nichts ist, sondern wir suchen natürlich einen Platz, wo es eine Herausforderung ist, wo sie dieses Erlebnis haben, logischerweise, und auch etwas lernen können. Wenn auf das geachtet wird, bin ich mir ziemlich sicher, dass auch die Anfängerteams eine gute Chance haben, die ersten Tage durchzuhalten. Was dann passiert? In der Dynamik in der Gruppe, in der Psyche, natürlich auch in der körperlichen Verfassung. Das ist eine andere Geschichte, das ist sehr individuell. Man kann natürlich darüber streiten, ob das mit der Flasche eine coole Idee ist. Der Joe Vogel, den ich sehr, sehr schätze für sein Fachwissen und der absolut ein absoluter Profi auf dem Gebiet ist, hat natürlich einen richtigen Kommentar das abgegeben. Alles falsch. Dass so eine Flasche dafür nicht ideal ist, dass man das vielleicht in was Eckiges einpackt. Man hätte auch sagen können, wir packen alles in eine Tasche rein und nicht in so eine depperte Flasche. Ja, ist okay. Das ist ein Konzept. Man kann über diese Dinge streiten. Und ich glaube, dass das einfach auch der Spaßfaktor und der Gaming-Faktor in dieser Seven vs. Wild Geschichte ist. Mir geht es aber eher um den Grundtenor, dass hier eine wirklich sehr, 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 sehr schöne Idee umgesetzt wird. Und ich bin schon gespannt, wie das bei Seven vs. Wild ablaufen wird. Ich habe übrigens keinen Zapfen gegessen, sondern den Samen im Zapfen. Ich weiß, ich bin ein dicker, fetter, glatzköpfiger Österreicher. Und ich bin nicht fit genug, um bei Seven vs. Wild mitzumachen. Deswegen habe ich mich auch nicht beworben. Ich bin körperlich einfach so unfit geworden, dass ich das gar nicht machen will. Familie, dann eine Firma mit einigen Mitarbeitern, Personalverantwortung. Also nein. Aber, auch wenn du das nicht glaubst, ein bisschen was wissen tue ich schon. Also, wenn dir das interessiert, gebe ich dir den Link zu unseren Trainings, zu unseren Live- und Online-Trainings. Mein Angebot steht, alle Teilnehmer bei Seven vs. Wild, wir kommen zu euch und trainieren euch. Wirklich. Ich zeige euch alles, wir zeigen euch alles, was wir können. Und das ist besser als nichts, das verspreche ich auch. Ja, das war's. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, du weißt ja, diese Teile hier, die produzieren wir in Österreich in unserer Werkstatt. Da gebe ich dir auch den Link zu uns.
billige Eigenwerbung muss sein. Viel Spaß bei Seven vs. Wild und immer aufpassen.